zusammen mit unserem Kamerad Peter Schmidt, der in Front von mir sitzt, gleich kommen. Unser nächstes Treffen wird in 14 Tagen am 16. Ja, November stattfinden. Und heute ist ein sehr brisantes Thema dran, über Wirbelmechanismen. Viktor Schauberger. Viktor Schauberger sollte bekannt sein. Er hat nichts anderes getan, als die Natur beobachtet. Und eins sage ich schon im Voraus, die wahre Physik und Mathematik liegt in der Natur. In der Beobachtung der Natur. Die meisten begreifen es leider nicht. Darauf kann ich natürlich keine Rücksicht nehmen. Gibt es dazu erstmal, die Tür ist schon wieder offen, irgendwelche Fragen? Gibt es nicht? Anschließend machen wir eine Pause. Und Peter, du sprichst dann. Ja. Mein Name ist Schmidt. Und wir sind jetzt im 10. Jahr am Schwarzlandtreffen. Ja, 10. Der heutigen Infoliste bzw. Einladung, die kann man bei Nexus.net auch abfragen. Habe ich mal ganz dick geschrieben den Satz, ich bin gesund. Weil das ist der wichtigste Einsatz, den sollten Sie sich merken. Wenn Sie auch mehrere Minuten am Tag vor sich hin sahen. Ich bin nur eine Empfehlung, ich komme auch nicht in den Stich vorbei. Wenn ich auf solcher Themen gut werden, dann ist es ein. Ja, vielleicht nur ganz am Anfang. Also, ich werde heute fortsetzen, was ich letzte Mal begonnen hatte, aus dem Nexus-Magazin vorzulesen. Das wirklich Dietrich-Interview. Ich habe auch drei Exemplare in den 21-seitigen Teil, der nicht veröffentlicht worden ist, online. Und der erste Teil ist online veröffentlicht, die Datei aus der Nexus Vor 42 nicht veröffentlicht, habe ich als gut mit für die, die Interesse haben, die dann mitgenommen werden. Wird so spannend werden, weil Dietrich, ich darf Ihnen das jetzt schon mal sagen, behauptet, wenn wir allerdings heute nicht drüber sprechen, vielleicht nächstes oder übernächstes zu machen, auch wenn wir das wird spannend. Wer das begründet, insofern könnte ich auch in den nächsten paar Male einiges erfahren. Dämlich. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Ja, danke, Peter. So, da sind wir. Schon muss ich darum bitten, dass, aber die Pause, das zu benutzen, die Tür ist schon wieder mal offen. Das, was unser Kamerad Peter Schmidt macht, hier Unterlagen. Aber auch raus. Schreib mal von außen. Nein, das nochmal. Man kann hinein. Molekularbombe. So, dem Peter Schmidt dann in der Pause eine kleine Spende zukommen zu lassen. Danke. So, der an meinem Vortrag Interesse hat, das ist wie gesagt original Viktor Schauberger. Von 1941, worüber ich heute referiere. Ich habe noch ein Exemplar in Farbe da. Das hat natürlich seinen Preis. Muss ich 10 Euro nehmen. Ich werde auch gleich sagen, weshalb. Und schwarz-weiß habe ich noch einige Exemplare für 5 Euro, halben Preis. Benutzen Sie dazu bitte die Pause. Ein Kamerad von mir, Chemiker, Physiker, hat das heimlich, still und klamm, zusammen mit anderer wertvoller Physikliteratur aus einer Freimaurerbibliothek kopiert. Und das musste er mit seinem Leben bezahlen. Kurz vor Weihnachten, das werde ich nie vergessen, 1996 war es, also liegt schon über 10 Jahre, fast lange zurück, hat ihn seine Frau im Keller erhängt, wiedergefunden, mit angewinkelten Beinen. Und Sie wissen nicht, die Art des Todes stimmt, ja, bestimmt bei Freimaurern, sagen wir, das Vergehen, was sie angeblich entschuldigt haben. Ja, ist klar. Also es klebt viel Blut an der Schrift und ich habe seinen Nachlass. So. Also wie gesagt, die Pause, das zu benutzen. Wirbel, die Natur braucht Wirbel. Mario, du hattest mich gebeten beim letzten Mal. Dann möchte ich mich auch bedanken. Einen Vortrag über Wirbelmechanismen, Tornadoeffekt und dergleichen mehr, Viktor Schauberger zu halten. Dem möchte ich hiermit am heutigen Tage nachkommen. So, das Beste, ich sage mal, es gibt der mathematische Algorithmus zwei Grundformen von Wirbeln. Erst einmal ist das eine logarithmische Spirale, raumzeitlich gesehen, mathematisch. Es gibt Expansionswirbel. Expansion heißt immer, es erzeugt Wärme. Und zwar deshalb, weil ein gewisser Widerstand überwunden werden muss. Und das erzeugt Wärme. Das beste Beispiel
Nicht das Märchen der heißen Sonne. Die Sonne ist kalt. Die Wärme wird erst erzeugt, wenn die Strahlung die Erdatmosphäre überwindet. Entsteht Reibung, Wärme. Dann gibt es den Implosionsstrudel. Saugende Kraft nach innen erzeugt Kühle. Implosionsstrudel sind zum Beispiel die sogenannten schwarzen Löcher aus der Astronomie. Expansionsstrudel, die sogenannten weißen Löcher. Das einmal Grundsätzliches dazu. So, dann einiges, viele werden das ja verfolgt haben von Ihnen, das war jetzt der Hurricane an der Ostküste USA. Implosionsphysik. So, dazu muss ich sagen, auch das ist ein Wirbelmechanismus, ist klar. Hurricanes und Tornados können künstlich erzeugt werden. Das ist in der meteorologischen Kriegsführung überhaupt kein Problem. In dem Falle, würde ich mal sagen, wurde dieser Hurricane künstlich erzeugt. Und ich sage noch etwas, das ist der erste Anfang. Der Schaden nach offiziellen Angaben beläuft sich jetzt wohl auf 50 Milliarden US-Dollar. Ich schätze, die Wahrheit dürfte um ein Vielfaches höher liegen. Ich habe dadurch, dass ich ja glücklicherweise Englisch beherrsche, Wort und Schrift, mir den CNN-Sender angesehen, Fernsehen. Da kamen mehr Informationen. Das war vor ein paar Tagen noch in 12 Bundesstaaten dann Notstand. Strom fiel aus, richtig zumachen. Strom fiel aus, weiß nicht, wie viele Millionen Haushalte davon betroffen waren. Offiziell 6 Millionen. Ja, so. Die U-Bahn-Schächte liefen voll und dergleichen mehr und mehr. Einiges brannte ab. Ja, schöne Katastrophen. Ich liebe Katastrophen. Die halbe Stadt New York ist abgebrannt. Der Stadtteil Queens. Ja, alles abgebrannt. Und das ist erst der Anfang. Und hier haben wir es auch mit Wirbelmechanismen zu tun. Das ist das Mächtigste, was es überhaupt gibt in der Natur. Ja, was ich aber noch zu berichten weiß dazu, und zwar, Tornados haben immer 50 Meter Durchmesser und Taifune 400 Kilometer. Und da der 1500 hat, kann man davon ausgehen, dass es kein natürlicher war, dass es nachgeholfen wurde. Ja, danke. Das ist richtig. Völlig richtig. Von wem? Das überlasse ich anderen. Richtig. Weil das, ich spekuliere nicht gern. Es gibt mehrere Möglichkeiten, es gibt mehrere Optionen, aber ich bleibe der Wissenschaftlichkeit treu. Normale Taifune haben 400 Kilometer Durchmesser. Ja, genau. Und Tornados, das sieht schön aus. Also sehen wir, gab auch schon in Brandenburg mal einen Tornado vor einigen Jahren. Wurde ein ganzes Dorf platt gemacht. Schön, wenn das schwarze Rüssel sich senkt. Herrlich. Kühe durch die Luft fliegen. Hilfloses Mu. Das sind ja die potenziellen Stakes lieber. So, dann beginnen wir mit Viktor Schaubergers. Es sind mehrere Sachen hier. Eine schematische Darstellung der im reißenden Wasser ruhig stehenden Forelle. Forellenprinzip gibt auch den Forellenmotor von ihm. Ne? So, die Forelle nimmt Carbonium, Hydrogenium, Oxygenium durch den Rachen. In den Kiemen erfolgt Abspaltung von Hydrogenium, mit Carbonium, Oxygenium gleich Lebensenergie. Warm plus kalt. Hydrogenium, also Wasserstoff, fließt entlang des keilförmigen Körpers, zieht Kohlenstoff und Sauerstoff des scharf abfließenden Wassers an sich. Es bildet sich also juveniles Wasser, jungfräuliches Wasser, wie man so schön sagt, gesundes Wasser, das isotropisch aufwärts zu Ausgleich sucht. Daher auftretende Seitenwirbel, die auf den keilförmigen Körper drücken. Daher ist Zentripetaldruck gleich Wasserdruck und die diese Drücke regulierende Forelle steht still. Ist das begriffen worden? Ja. Ist klar, ich wiederhole mich ungern. Nicht wahr? Sonst komme ich mir vor wie eine tibetanische Gebetsmühle oder 10.000 Studenten. Das muss nicht sein. So, dann kommen wir zu einer nächsten Auswahl. Schematische Darstellung eines propellerlosen Flugzeuges mit Luftantrieb. Darüber hatte ich auch schon mal gesprochen. Das sieht dann so aus. Wie gesagt. Für diejenigen, noch einige wenige Exemplare habe ich noch da. Mit Fußantrieb bis zu 1000 PS, ca. 300 Stundenkilometer Geschwindigkeit. Das Flugzeug steht entsprechend eingestellt in der Luft still.
siehe auch die Flugzeit. Ich will reinhalten in der Kamera. Was ist denn nun? Ach so. Viktor Schauberger war ja beteiligt auch an der Konstruktion non-konventioneller Flugscheiben. Fälschlicherweise als UFOs bezeichnet, sind aber IFOs, Identified Flying Objects. So eine praktische Anwendungsmöglichkeit der Atomverwandlungsmaschine, System Schauberger, also Viktor Schauberger. Die im Innern der Maschine werden je Sekunde 4000 Liter Luft zerlegt. Zerlegt. Frischluft strömt durch die Mundöffnung ein, eingesaugt. Daher vor dem Flugzeug ein sehr luftverdünnter Raum, in dem das Flugzeug einstößt. Vortrieb. Wasserstoff wird durch künstliche Kiemen abgespaltet. Dadurch im Innern der Tragflächen Auftrieb oberhalb der Tragfläche. Diffusionsaufzug. Unterhalb der Tragfläche juvenile Frischluftmassen. Daher Aufdruck. Nicht die Atlanta beispielsweise besaßen ähnliche Flugzeuge, hießen aber Vraitzi. Und auch im indischen Rahmenimperium, das waren die sogenannten Vimanas. Man muss auch bis in der Geschichte sich ein bisschen auskennen. Ist klar. So, und dann kommen wir, das ist interessant, das ist hier ein Brief, den möchte ich auch mal verlesen, datiert vom 15. Oktober 1941. Nicht an Walter, also hier an den Walter mal hier adressiert. Im Anhang, im gestrigen Brief kannst du dir, Dr. Karl, sagen, dass ich den versandeten Flusslauf in Ordnung bringe. Auch Flüsse, die zu kleines oder zu großes geologisches Gefälle haben. Ich muss dazu sagen, das, was wir heute mit den Flüssen machen, Flussbegradigung, das ist tödlich. Die Wasserqualität, das Wasser wird krank. Ein Fluss braucht Wirbelmechanismen. Das muss man natürlich wissen. Jeder Fluss muss individuell behandelt werden. Wenn zwar im Großen und Ganzen für alle das natürliche Schema F gilt, so muss doch jeder Fluss untersucht werden, an welcher Krankheit er leidet. An welcher Krankheit er leidet. Mencheritis. Und ja, naja, Mencheritis, gut gesagt, danke Mario. Ja. Du kannst mit ihm meinetwegen jeden Vorschlag annehmen. Allerdings behalte ich mir jede Betrugsabsicht vor. Denn aus diesem Grunde habe ich allerhand erlebt. Die naturnahe Flussregulierung ist so einfach, dass ein einziges Beispiel genügt, um selbst einen heutigen Wasserfachmann die Schuppen von den naturunverbundenen Augen zu nehmen. Ich müsste es ablehnen, nur für den, sagen wir mal, Anleiter behandelt zu werden. Und dann, wenn die Leute einmal sehen, um was es hier geht, einen Fußtritt zu bekommen. Ich brauche für meine Regulierungsart keine Ingenieure, kein Projekt, sondern nur einige gute Stein- und Holzarbeiter, die überall zu finden sind. In meinen Flüssen gibt es keine Hochwasserschäden, keine Anrisse, keine Unterkolkung und fast keine Nachreparatur mehr. Die müdesten Flüsse werden frisch und lebendig kühl und rein und die wildesten Flüsse zahm. Auch die heutige Wildbachverbauung ist absolut naturunrichtig und daher falsch. Also verhandle, auf welcher Basis immer, mit Dr. Karl. Wenn ich nicht abermals betrogen werde, ist mir jeder Passus recht, der sich innerhalb des Rahmen bewegt, den ich dir gestern schrieb. Denn umsonst ist nicht einmal der Tod zu haben. Ja, da muss man die Kiste bezahlen. Ne? Und wird daher nichts Ungebührliches verlangt, was auch bei mir nicht der Fall ist und so weiter. Wie gesagt, ein Schreiben original von 5. Oktober 1941. Das sind natürlich wirklich Bonbons, Kostbarkeit. Aber wie heißt das so schön? Wer die Wahrheit ergründen will, muss zu den Quellen vorstoßen. Und das ist oftmals mühselig. Ne? Man muss flussaufwärts schwimmen und nicht flussabwärts, ist klar. So, jeder naturnah regulierter Fluss ist ein durch das geologische Gefälle
natürlich angetriebener, sagen wir mal, ja, Flussgenerator oder der Erzeuger organischer Syntheseprodukte, die mittelbar im Vegetationsaufbau mittels des Akkumulators Grundwasser dienen. Klar, ja. So, dann kommen wir hier, naturnahe regulierter Fluss. Frisches, reines, bakterienfreies, fischreiches, gesundes Trab und schleppkräftiges Wasser. Nicht? Boden- und Grundwasser, aufladendes Wasser. Kurvengenerator, auch schematisch dargestellt. Ja. So, Generatorkurven sind so konstruiert, dass an der Ausseekurve das Wasser in bestimmt gearteten Spiralgängen umgekämmt und eingespult wird, wodurch es infolge der Bindung des Sauerstoffs an eine Annäherung an plus 4 Grad Celsius und damit zur Frischwerdung des sich selbst reinigenden Flusses kommt. So. Dann haben wir hier auch nochmal einen Flusslauf, wie gesagt, der mangels aufladender Kurvensysteme warm läuft, verliert je 500 Kubikmeter je Sekunde. 500 Kubikmeter pro Sekunde. Das muss man wissen. Und Laufmeter rund 60 Millionen PS. Und rund 65 Millionen Kilowatt an Trab- und Schleppkraft. Energien, die zur Erwärmung je Kubikmeter Wasser auf nur 0,1 Grad Celsius eine Energieleistung notwendig ist, die 842,70 Kilowatt entspricht. Umgekehrt können diese Energieleistungen durch die natürliche Frischhaltung gewonnen werden, deren Überschusswerte dem Grundwasseraufbau zugeführt werden. Altgermanische, wie gesagt, Düngemethode, vollwertige Gärungsprozesse infolge langer Entwicklung. Ja, das haben, wie gesagt, schon die alten Germanen gewusst. Mit der Natur im Einklang leben, ich sage, das kann man nicht oft genug wiederholen, das haben die meisten verlernt. Was an den heutigen Schulen und in den Universitäten gelehrt wird, ist Verbrechen, ist Müll, Dreck. Ist Dreck. Also bei mir, wenn ich Dozent wäre, würden 99% der Studenten durchfallen. Und zwar in allen naturwissenschaftlichen Richtungen. Alle, inklusive Mathematik, da wird auch schon Mist gelernt. Man sollte meinen, das ist eine der exaktesten Wissenschaften. Da werden imaginäre Zahlen gelehrt. Die brauchen wir nicht, das ist Quatsch. Die Wurzel aus minus 1 ist lösbar, nicht i Quadrat. Das kann man mit einem mathematischen Gerüst zeigen. Wie gesagt, na gut, zu DDR-Zeiten war das 10. Klasse, heute wahrscheinlich Abiturwissen, wenn überhaupt. Da brauche ich nur einfache trigonometrische Funktionen, Logarithmenrechnen, mehr brauche ich da nicht. Wurzelrechner, das ist mathematisches Handwerkszeug, das ist nichts. Nicht? Mathematik beginnt bei mir ab Dreifachintegrale aufwärts. Bei mir persönlich. Die einzige Formel, die Kinder heute zu lernen haben, Unterwürfigkeit zu machen. Unterwürfigkeit, ja. Selbst die Formeln, ach naja. Geschwindigkeit, Weg durch Zeit ist auch schon falsch. Also. Aber das ist ein Thema für sich. Die lernen auch nicht mehr zu hinterfragen, die Kinder. Die sind bald so blöd wie die Kinder in den USA an den Schulen. Völlig verblödet. Stattdessen kommen Füllfächer. Naja, Sozialkunde, was soll man mit dem Dreck anfangen? Keine Wissenschaft. Es gibt nur drei Wissenschaften, meine Herren, Damen. Wir haben ja auch Frauen zu gehen. Mit dem ich alles beschreibe, auch Kunst, alles, Sprache, Mathematik, Physik, Philosophie. Mehr brauche ich nicht. Was ist Chemie? Physik. Geologie? Physik. Astronomie? Physik. Biologie? Physik. Medizin? Physik. Denn jede Krankheit ist elektromagnetisch heilbar. Das wussten schon unsere Wissenschaftler im Deutschen Reich. Wie gesagt, man könnte auch sagen Drittes Reich, aber Vorsicht, damals wusste ich das auch noch nicht. Der Name Drittes Reich ist unzulässig, wurde von den Alliierten geprägt. Muss man wissen. Deswegen, da ich damals noch nicht so wissend war wie heute,
Hieß ja auch mein erstes Buch, was ein Erfolgsschlager wurde, Hochtechnologie im Dritten Reich. Das müsste richtiger heißen, Hochtechnologie im Deutschen Reich. Ja, man lernt nie aus. Ne? So, dann kommen wir noch als nächstes und letztes hier. Der Vogelflug, und das wird interessant. Auch hier wichtig, Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff. Ein Federkiel befindet sich, also im Federkiel, befindet sich ein Protoplasma mit einer wasserstoffartigen Substanz. Schwingt der Vogel die Federn, so diffundiert der organische Wasserstoff. Ist das klar? Die Folgen sind, wie gesagt, Ausgleiche zwischen dem tiefpolaren organischen Wasserstoff und dem Sauerstoff und dem Kohlenstoff der umgebenden Luft. Nicht? Daher A, Überdruck, B, Mitteldruck, C, Unterdruck. Ergibt nahezu widerstandslose Bewegung. Der Vogel wird geflogen. Er wird geflogen. Das Leuchten der Tiefseefische beruht auf dem gleichen Prinzip. Absturz der Hindenburg, bekannt, gab es ja zahlreiche Filmberichte, und des amerikanischen Luftschiffes Akron ist auf Diffusion und Kurzschluss der organischen Ströme zurückzuführen. Helium ist viel gefährlicher als Wasserstoff. Bei Wasserstoff entsteht Feuer und bei einer Heliumfüllung Wasser. Das Hindenburg-Unglück ist auf Zerlegungsvorgänge oder besser gesagt synthetische Rückverwandlungsvorgänge zurückzuführen. Der Absturz des amerikanischen Luftschiffes Akron, das mit Helium gefüllt war, ist ebenfalls auf Kurzschlüsse zurückzuführen. Den analogen Gegenfall zur Heliumsynthese finden wir bei der natürlichen Regenbildung. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit. Ja, so muss es sein. Sonst lässt die Aufmerksamkeit nach. Fragen, Ergänzungen? Wenn das nicht der Fall ist, ja, bitte, Peter. Das heißt ja immer, dass Schauberger mit an der Flugscheintechnik. Ja, hat er. Ja, non-konventioneller, ja. Kannst du vielleicht dazu noch ein paar Worte verlieren? Ja, natürlich kann ich was. Und zwar, Viktor Schauberger hat sich an dem non-konventionellen Flugscheinprojekt mitteilen und konventionellen auch. Non-konventionelle Flugscheinentwicklung basieren, sagen wir, auf dem elektromagnetischen Prinzip. Nicht so, wie die Natur auch arbeitet, und zwar Elektrogravitation. Elektrogravitation ist die resultierende aus dem elektrischen und dem magnetischen Feld. Und das, wenn ich das habe, habe ich auch eine Gravitationsabschirmung. Das heißt, ich schieße förmlich durchs All und das mit mehrfacher Lichtgeschwindigkeit. Und Viktor Schauberger war ja in den verschiedenen Gruppen der SSE 4 und SS Entwicklungsstelle 5 mit eingebunden, Peter. Ja, klar. So, und das, Moment. Und bei den konventionellen natürlich genau dasselbe. Ist ja noch einfacher, Mario. Und kann man nicht mit irgendeiner mathematischen Funktion belegen? Gibt es ja. Wie heißt die? Müsste ich jetzt nachsehen. Das sind zwei, drei Seiten volle Formeln. Nicht? Kannst du sehen unter Tom Birn. Ja. Entscheidende Rolle spielt der Nullvektor dabei und du brauchst auch die stehende Welle. Ja, für die, die es verstehen, ist das ja am Anfang schon. Ja. Aber um das zu verstehen, ich meine, gut, ich begreife es, genügt nicht der einfache Abschluss eines Mathematikstudiums. Ja, das ist richtig. Muss man nochmal, dazu natürlich nochmal sagen. Nochmal ergänzend zu dem Vortrag von Viktor Schauberger. Ja. Der hat schon in 20 Jahren gesagt, wenn wir so weiterarbeiten durch die falsche Flussregulierung, sterben die Bäume. Ja. Und damit zerstört es unser Trinkwasser, weil nämlich Bäume durch die hohen statischen Spannungen, die sie erzeugen, auch jubiliertes Wasser erzeugen. Das heißt, die ganzen Krebse, die wir haben, ist dadurch, dass wir die Natur auch durch die richtige Flussregulierung die Bäume zerstören und kein gesundes Wasser mehr erzeugt wird. Ja,
Und das energetisch überladene Wasser im Prinzip Krebs erzeugt. Ja, und das haben wir jetzt, das ist der Status quo. Ja, ja. Nur also noch Tod und Verderben. Die Bücher von Viktor Schaubeyer zu lesen, ist eine Freude. Das ist eine Freude, ja. Deswegen bin ich umso glücklich, an einige Originale hier mal rangekommen zu sein. Ne? Was natürlich besser ist noch weiter. Noch weitere Fragen, Peter, oder Ergänzung? Nee, im Moment nicht. Nicht, wenn das nicht der Fall ist. Oh, wir liegen sehr gut. Es ist 7,5 Minuten nach 7:30, würde ich sagen. Bis 20 Uhr eine kleine Pause, dass die Leute sich noch was zu trinken, zu essen bestellen können. Ich muss mir auch noch was zu trinken holen. Wie gesagt, und Exemplare von Viktor Schaubeyer, einiges habe ich hier zu nehmen. Vergessen Sie nicht auch eine kleine Spende für unseren Peter Schmidt. So, dann machen wir dann erstmal eine kleine. Sind noch weitere Diskussionsbeiträge außer mir und Kamera? Ja, Peter Schmidt erwünscht. Ja, klar. Ja, also genau. Ich habe einige E-Mails bekommen zu dem Thema. Kevin? Ja? Was da diskutiert das wird. Vielleicht möchtest du dazu ein paar Worte zu sagen. Ja, okay, ich hänge mich da mal mit rein. Wann jetzt? Ach, jetzt? Ja, na gut, jetzt auch. Na, können wir das nachher machen? Ich habe ja jetzt gar nichts dabei. Ich dachte, du fängst dann an. Ich habe dir alles geschickt. Ja, machen wir nachher, okay. Wenn ich aus dem Stand kann, kann ich jetzt gar nicht sagen. Zum Andenken, zum Anregen für die Pause. Mhm. Darf ich daran erinnern, wir haben vor einigen Schwanenpressen auch eine neue Politik hingewiesen, die unter dem Titel war US Preparing for a Post-Israel Regime.